Eyvallah. Eyvallah. Her sin soloran. Hi. Willkommen als Rapper. Willkommen als Rapper Fan Fantasy 7 Remake. Mach mal du weiter. Wir haben natürlich gucken wir mal rein, was Sterne hat bis nach. Ja. Schein. Das war alles voll. Viel besser. Dann machen wir weiter. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Da freut er sich ganz bestimmt. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bogen! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung.
Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Ja, ein dummer Zufall. Wenn unsere alte Gruppe aktiv wird, kann das nur Ärger geben. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass sie dazwischen kommt. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Ausgangssperre verhangen. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ich habe gehört, es hätte einen Anruf gegeben. Nee. Die Alarmbereitschaft das Haus nicht verlassen. Wutai hat angegriffen, oder? Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Glaube ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schiefgehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Körper halten. Wie? An alle Bürger, bitte bewahren Sie die Ruhe. Cloud meint nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Mittagsspezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Ja, Hab's so vergessen. Ja. Ja, weiter. Ich glaube, es war hier. Bingo. Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Sprich schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Wow.
Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds verdient. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Und Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Im Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen. Kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mounty, schmolzt du etwa? Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor? Also echt. Hauptsache, den Kindern geht's ich will gut. Raus. Avalanche kann hier gestohlen werden. Ohne die Explosion hätte ich nie. Jedem. Kannst du ja nicht schicken, wenn man jetzt einfach. Seit diesem Jahr gibt es.
zusammenbricht, dann stehen die Fabriken still. Und ich bald auf der... Der wird mich doch nicht schon wieder versetzen. Ja, da hatte ich mich so auf einen lustigen Abend gefreut. Sag mal... Ist die Lage nun wieder sicher? Ja. Gucken wir mal, schon den Buff gefärbt aus. Warten und Tee trinken. Aber was... Die Belohnung sollte ich mir bei Jesse abholen. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich aber nur, wenn du kommst. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Ach, tschüss. Was ist, wenn noch so eine Explosion kommt? Die Züge morgen wieder fahren sollten, werde ich nach oben fahren. Was ist? So ein richtig starker Kerl soll jetzt bei uns werden. Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Was willst du? So ein richtig starker Kerl soll jetzt bald. Es ist schon spät. Ja.
Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Oh. Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett. Auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tiefer. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Hinter dir!
bin bereit. Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Aus! Vorsichtig! Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Hm. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hm. Hier hast du dein Geld.
Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Hey Kumpel, pass auf dich auf. Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Ungeheuer sollen aufgetaucht sein. Hoffentlich sind die wieder weg. Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Ja. Aber es war lieber auch bei Blair. Aber es war lieber auch bei Blair, jetzt einfach. Wir stehen kurz vor einem Krieg. Den Planeten bewahren oder das Leben. Die haben trainiert, oder? Hey! Einige Leute meinten, sie hätten so etwas noch nie gesehen. Die Bürgerwehr wird ihre Patrouille. Die Kinder nehmen es erstaunlich locker, muss ich sagen.
Dank dir kann ich mich in letzter Zeit Vorbestellungen gar nicht mehr retten, Alleskönner! Sollten Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, wenn Sie... Die Leute auf der Platte haben bestimmt... Pfötchen! Mein Nachbar kam gleich heute früh zu mir und meinte, dass... Viel Spaß auf der Arbeit, Papa! Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Hallo, Cloud. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich warte auf mich. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Abmahn es war wohl nur, aber wieso hast du schon? Also nicht wollen dabei. Bis aus ein Kehr. Ciao.